بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله mit dem Namen Gottes Allah des Erbarmers Ar-Rahman des Gnädigen Ar-Rahim beginnend. Wir glauben und bezeugen, dass es keinen Gott außer Allah gibt. Wir glauben und bezeugen, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Einzige ist, der anbetungswürdig ist. Wir glauben und bezeugen auch, dass unser geehrter und geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Gottes Gesandter ist. An erster Stelle erinnere ich mich selbst und anschließend euch daran, dass jeder von uns in seinem Herzen die Absicht fasst, im Wohlgefallen Gottes, lillahi ta'ala, am Islamunterricht teilzunehmen. Möge Allah, der Erhabene, uns aufrichtige Absichten im Verrichten unserer Taten bescheren. Amin. Das Thema der vergangenen Unterrichte war unter anderem die Sünden der Zunge. Das heißt, die Person muss unbedingt diese Themen erlernen, dass die Person sich vor diesen Sünden fernhalten kann. Die Person muss erlernen, was sind die Sünden der Zunge, wie die üble Nachrede, wie das Stiften von Zwietracht und weiteren Dingen, mit dem Hintergrund, dass die Person sich von diesen Sünden fernhalten kann. Oder falls die Person eine Sünde begangen hat, dass sie sich von diesem bekehrt, das heißt die Reue ausführt, Allahu Ta'ala um Vergebung bittet. So ist dieses ein sehr, sehr wichtige Angelegenheit, auch diese Themen. Das heißt die Sünden der Körperteile, wie die Augen, wie der Zunge, wie der Ohren und der restlichen Körperteile zu erlernen, mit dem Ziel und Hintergrund, sich vor den Sünden zu beschützen, das heißt in diese Sünden nicht zu verfallen. So gehört also unter anderem zu den Sünden der Zunge, einen Muslim zu beschimpfen. Dieses gehört zu den Sünden der Zunge. Eine Person, die eine andere gläubige Person beschimpft ohne Grund, diese Person hat hier in diesem Falle eine Sünde begangen. Dieses ist nicht erlaubt. Einige, um eine Person zu erniedrigen, ohne Grund. Weder haben sie etwas Schlechtes gesehen, noch mitbekommen, noch etwas Ähnliches. Kann sein, das Aussehen der Person gefällt nicht oder irgendein Thema auf jeden Fall, sodass die Person dann ohne Grund eine andere Person beschimpft, eine andere gläubige Person beschimpft, sodass dieses dann nicht erlaubt ist. Dieses gehört zu den Sünden der Zunge. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam belehrte, Sibabul Muslimi Fusuq. Wovon die Bedeutung lautet, das Beschimpfen einer gläubigen Person ist eine große Sünde. Das heißt, die Person, die kommen würde und eine andere gläubige Person ohne Grund beschimpft, hat in diesem Falle eine Sünde begangen. Dieses gehört hier in diesem Falle zu den Sünden der Zunge, was eine große Sünde in diesem Falle ist. Auch gehört zu den Sünden der Zunge das Verfluchen einer gläubigen Person ohne Grund. Dieses ist auch nicht erlaubt, wie das man sagt, La'natullahi alayhi oder ähnliches. In Bezug auf eine gläubige Person ist dieses ebenfalls nicht erlaubt. Der Fluch, eine gläubige Person also zu verfluchen, dieses ist in diesem Falle ohne Grund ebenfalls nicht erlaubt. Dieses gehört zu den Sünden der Zunge. Dieses gehört hier in diesem Falle zu den Sünden der Zunge, sodass die Person unbedingt auch auf dieses achten muss. Nur weil eine Person als Beispiel dich gekränkt hat oder eine Sache nicht erledigt hat, ist es für dich nicht erlaubt, in diesem Falle diese gläubige Person zu verfluchen. Dieses ist nicht erlaubt, dieses gehört ebenfalls zu den Sünden der Zunge. Was auch zu den Sünden der Zunge gehört, ist unter anderem das Verachten einer gläubigen Person. Dieses ist auch nicht erlaubt, dieses gehört ebenfalls zu den Sünden der Zunge. Das heißt, kurz gesagt, jedes Wort, was eine gläubige Person verletzt, ist verboten. Jede Bewegung, jede Geste, die eine andere gläubige Person erniedrigt, verachtet, ist in diesem Falle nicht gestattet, gehört zu den Angelegenheiten, die verboten sind, sodass die Person unbedingt in jeder Situation sich beherrschen muss und eine gläubige Person nicht verachtet, nicht erniedrigt. Jede unrechtmäßige Aussage, die einen Muslim verletzt, ist ebenfalls verboten. Ja, man verletzt ihn, man beschimpft ihn, man verflucht ihn, man verachtet diese Person,
so hat die Person hier in diesem Falle eine Sünde begangen. Und dieses gehört, wie gesagt, unter anderem zu den großen Sünden, eine gläubige Person ohne Grund zu beschimpfen. Auch gehört zu den Sünden der Zunge das Lügen über Allah Ta'ala und über seinen Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In bestimmten Fällen, das heißt die Person, die in bestimmten Fällen über Allah Ta'ala lügt, dieses kann sogar die Person aus der Religion austreten lassen. Wie das, was Allah Ta'ala verboten hat oder das Verbieten dessen, was er in der islamischen Gesetzregelung erlaubt hat. Dieses als verboten zu erklären mit dem Wissen, lässt die Person aus der Religion austreten. Das heißt, eine Person hat gelernt, dass dieses oder jenes in der islamischen Religion verboten ist. Nachdem die Person sich dieses Wissen angeeignet hat, was macht die Person mit seinem Wissen? Verleugnet sie jenes Gesetz. Sie widerspricht mit seinem Wissen jenem Gesetz, sei es, dass eine Angelegenheit erlaubt ist, verboten ist oder ähnliches. Sie weiß es, sie hat gelernt, dieses wurde so in der Religion überliefert. Und trotz dieser Angelegenheit, was macht die Person? Lehnt sie dieses ab? So sagt man hier in diesem Falle, die Person hat über Allah Ta'ala gelogen. Das heißt, Allah Ta'ala offenbarte seinen Propheten etwas, die Person aber in diesem Falle mit seinem Wissen leugnet sie dieses, lehnt sie dieses ab, so ist die Person hier in diesem Falle aus der islamischen Religion ausgetreten. Das gleiche auch in Bezug auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die Person, die gelernt hat, dass der Prophet dieses oder jenes belehrt hat und gesagt hat, und nachdem die Person sich dieses Wissen angeeignet hat, dieses dann ablehnt, so hat die Person auch hier in diesem Falle die Religion verlassen, weil sie das ablehnt, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam belehrt hat. Das Mindeste, was passiert, wenn man in Bezug auf Allah oder über den Propheten Muhammad lügt, ist, dass die Person eine große Sünde begangen hat. Das ist das Mindeste, was passiert. Und in einigen Fällen sogar, wie zuvor erklärt, dass die Person sogar aus dem Islam austreten kann, wenn sie ein Gesetz vom Islam mit seinem Wissen ablehnen würde. Jedoch in einigen Fällen, was machen einige? Das ist zwar verboten, das lässt die Person aber nicht aus dem Islam austreten. Indem sie zu einer Person gehen und sagen, ich habe dich im Traum gesehen mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet hat dich gegrüßt, der Prophet hat für dich Bittgebete ausgeführt und. Warum macht er all diese Schauspielerei? Um von der Person etwas zu bekommen, dass vielleicht die Person mit Geld unterstützt oder, sodass die etwas berichtet, was aber nicht stimmt. Die Person hat den Propheten nicht im Traum gesehen. Jedoch hat sie all dieses gemacht, um bestimmte Ziele zu erreichen. So hat die Person hier in diesem Falle eine Sünde begangen. Einige sagen, der Prophet hat dich gegrüßt, der Prophet hat dieses und jenes zu dir im Traum gesagt, obwohl er dieses nicht geträumt hat. So hat die Person dann hier in diesem Falle in Bezug auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelogen. Der Gesandte Gottes, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sagte, wovon die Bedeutung lautet, das Urteil über mich zu lügen, das heißt in Bezug auf den Propheten Muhammad, ist nicht dasselbe, wie wenn man über eine andere Person lügt. Denn derjenige, der über mich mit Absicht lügt, sollte sich auf einen Platz in der Hölle vorbereiten. Das heißt, hier in dieser Aussage belehrt uns der Prophet alaihi salam, dass es keine einfache Angelegenheit ist, in Bezug auf den Propheten zu lügen, Sachen zu erfinden und, dass dieses keine einfache Angelegenheit ist. Denn der Prophet sagte sinngemäß, diese Person soll sich auf einen Platz in der Hölle vorbereiten, was darauf hindeutet, dass sie eine Bestrafung hier in diesem Falle verdient. So gehört also zu den Sünden der Zungen unter anderem, dass man über Allah oder über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam lügt. Auch gehört zu den Sünden der Zunge die falsche Anklage, ad-da'wa al-batila. Das heißt, ein Beispiel hierfür ist, dass man jemanden für etwas, worauf er kein Anrecht hat, einklagt, weil er sich auf ein falsches Zeugnis verlässt. Das heißt, etwas lügnerisch zu bezeugen und am Ende das Recht einer anderen Person zu nehmen. Ja? Dieses ist ebenfalls nicht gestattet.
Die falsche Anklage ist in diesem Falle auch nicht erlaubt. Dieses gehört zu den Sünden der Zunge. Dieses gehört zu den Sünden der Zunge. Was auch verboten ist, ist die Bid'i-Scheidung. Was ist damit gemeint? Es bedeutet, dass der Mann seine Ehefrau während ihrer Menstruation oder ihrem Wochenfluss scheidet. Diese Art der Scheidung ist zwar verboten, hat aber Gültigkeit. Das heißt, der Ehemann, er scheidet seine Frau, während sie sich in diesen Hindernissen befindet, entweder in der Menstruation oder im Wochenfluss. Wenn der Mann die Scheidung in dieser Phase ausführen würde, die Scheidung wäre gültig. Das heißt, die Frau wäre von ihm geschieden. Der Mann aber hat hier in diesem Falle eine Sünde begangen. Der Mann hat hier in diesem Falle aber eine Sünde begangen, da dieses in dieser Phase nicht erlaubt ist. Es ist gültig, das heißt, die Scheidung ist in diesem Falle gültig, sie wird geschieden, jedoch hat der Mann hier in diesem Falle gesündigt. Die Sünde unter anderem liegt darin, warum ist es verboten, die Frau in dieser Menstruation oder in dem Wochenfluss zu scheiden, da sich hier unter anderem die Frist der Frau verlängert. Sie wird geschieden in dieser Phase, so verlängert sich die Scheidungsfrist der Frau. Das ist unter anderem ein Grund, warum dieses verboten ist. Hätte er gewartet gehabt, bis sie die Reinheitsperiode erhält und sie dann anschließend geschieden, so wäre dieses dann nicht verboten. Und so hätte sich auch die Frist der Frau in diesem Falle nicht verlängert. So liegt unter anderem der Verbot darin, dass wenn er sie während der Periode oder Wochenfluss scheidet, dass sich unter anderem die Frist für die Frau in diesem Falle verlängert. Dies nennt man die Bid'i-Scheidung. Auch gehört zu diesem Punkt, dass er die Frau in der Reinheitsperiode, in der er mit ihr Geschlechtsverkehr hatte, scheidet. Das heißt, nachdem die Frau ihre Periode beendet hat und nachdem der Mann mit ihr verkehrt hat, was macht der Mann hier in diesem Falle? Er scheidet sie. Auch hier in diesem Falle ist die Scheidung gültig. Das heißt, die Frau ist von diesem Mann in diesem Falle geschieden. Jedoch hat der Mann auch hier in diesem Falle eine Sünde begangen. Sei es, sie befindet sich in ihrer Menstruation oder in ihrem Wochenfluss oder in der Reinheitsperiode, nachdem er mit ihr verkehrt hatte. In all diesen drei Fällen ist die Scheidung gültig, das heißt, die Frau wird geschieden. Jedoch hat der Mann in diesen drei Fällen jeweils eine Sünde begangen, hätte er dieses gemacht. Warum ist dieses unter anderem verboten, aber gültig, die Frau in der Reinheitsperiode, nachdem er mit ihr verkehrt hatte, verboten? Da dies unter anderem das Bereuen bei dem Mann entstehen kann, wie das durch diesen Verkehr die Frau schwanger geworden ist und er dieses nicht wusste, sodass er sich vielleicht einmal, zweimal, dreimal geschieden hat und sie nicht mehr in diesem Falle zur Ehe zurückholen kann. So dass dieses ein Bereuen hervorbringt. Er hat sie geschieden, nachdem er mit ihr in dieser Reinheitsphase verkehrt hatte, so dass eventuell eine Schwangerschaft entstanden ist, er aber dieses nicht weiß, so dass dieses dann ein Bereuen mit sich bringt, so dass dies dann unter anderem in diesem Falle verboten ist. Dies nennt man die Bid'i-Scheidung. In diesen drei Phasen die Frau zu scheiden, was aber gültig ist. In der Menstruation, im Wochenfluss und in der Reinheitsperiode, nachdem er mit ihr verkehrt hat. So gehört dies also zu den Sünden der Zunge. Auch gehört zu den Sünden der Zunge, die Wörter des Zihar zu verwenden. Was ist damit gemeint? Zihar bedeutet, dass der Mann zu seiner Ehefrau zum Beispiel sagt, du bist für mich wie der Rücken meiner Mutter. Damit ist gemeint, so dieses damals war unter den Arabern ein bekannter Satz. Vielleicht jetzt einige, sie können mit diesem Satz nicht sehr viel anfangen. Jedoch die Gelehrten haben dieses erwähnt. Wenn der Mann zu seiner Ehefrau sagt, du bist für mich wie der Rücken meiner Mutter, und damit meint er also, ich werde mit dir keinen Verkehr ausführen, so wie ich es auch mit meiner Mutter nicht mache. Das ist die Erklärung von diesem Satz. Das ist die Erklärung von diesem Satz. Falls der Ehemann zu seiner Frau diese sagen würde, dass sie für ihn wie der Rücken seiner Mutter wäre, im Sinne von, dass er mit ihr nicht verkehrt, so wie er auch mit seiner eigenen Mutter dieses nicht macht.
Diese Aussage zu tätigen ist haram. Diese Aussage zu tätigen gehört zu den Sünden der Zunge, was auch eine schwerwiegende Verletzung in Bezug auf die Ehefrau natürlich auch beinhaltet. Hat der Mann diesen Satz zu seiner Frau gesagt und sie sofort anschließend geschieden, fällt keine Kaffara an. Der Mann hat diesen Satz zu seiner Frau gesagt und sie sofort und anschließend geschieden, hat er zwar in diesem Falle gesündigt, aber es fällt keine Kaffara an. Hätte er sie aber nicht geschieden, das heißt dieses Wort verwendet, diesen Satz zu ihr gesagt und sie nicht geschieden, so muss der Mann hier in diesem Falle die Kaffara ausführen. Was ist die Kaffara? Einem muslimischen, unversehrten Sklaven die Freiheit zu schenken. Ist er dazu nicht in der Lage, so muss die Person 2 Mondmonate aufeinander folgend fasten. Ist sie zu diesem nicht in der Lage, muss die Person dann 60 Bedürftigen jeweils einen Mud geben. Das heißt, die Person, der Mann, der diesen Satz zu seiner Frau gesagt hat und sie nicht anschließend geschieden hat, muss die Kaffara ausführen und der Mann hat natürlich gesündigt. Hätte er diesen Satz verwendet und sie anschließend und sofort geschieden, hätte er auch gesündigt. Aber hier in diesem Falle würde die Kaffara nicht anfallen. Und die Kaffara ist, einem muslimischen Sklaven die Freiheit zu schenken. Ist er zu diesem nicht in der Lage, finanziell oder weil es keine gibt, dann kommt der zweite Punkt, dass der Mann 2 Mondmonate am Stück fastet. Ist er zu diesem nicht in der Lage, dass er dann 60 Bedürftigen jeweils einen Mud vom Grundnahrungsmittel des Landes gibt. Das ist dann die Reihenfolge dieser Kaffara, falls die Person diesen Satz in Bezug auf seine Frau verwendet hat. Auch gehört zu den Sünden der Zunge das Falschlesen des Koran. Dieses bedeutet, den Koran nicht richtig zu rezitieren, und dieses ist verboten, selbst wenn die Bedeutung sich dabei nicht verändert. Das heißt, die Person, die den Koran rezitieren möchte, sei es eine Ayah oder eine ganze Sura, muss zuvor bei einem vertrauenswürdigen Lehrer sich kontrollieren lassen, ob man auch tatsächlich dieses richtig rezitiert, das heißt liest. Denn die Person, die dieses nicht macht, begibt sich in große Gefahr, dass sie den edlen Koran falsch rezitiert und dieses ist in diesem Falle verboten. Es ist auch verboten, sogar wenn sich die Bedeutung nicht verändert. Es ist auch weiterhin verboten, sogar wenn durch das Falschlesen die Ayat, die Bedeutungen der Ayat sich nicht verändern. Trotzdem ist dieses hier in diesem Falle verboten. So muss die Person bei einer qualifizierten, vertrauenswürdigen Person, bevor sie etwas aus dem edlen Koran liest, sich kontrollieren lassen, ob sie auch dieses tatsächlich richtig rezitiert, ob die Person dieses tatsächlich auch in diesem Falle rezitiert. Vor allem auch, sei es die Suratul Fatiha oder anderes, da man dieses im Gebet rezitiert. Ja, die Person verrichtet mehrere Gebete am Tag. Sie muss die hundertprozentige Gewissheit haben, rezitiere ich dieses wirklich richtig, sodass mein Gebet Gültigkeit hat. Denn falls das Rezitieren der Fatiha falsch ist, fehlerhaft ist, hat das Gebet keine Gültigkeit, sodass die Person dieses unbedingt zuvor erlernen muss. Denn der Gesandte Gottes, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sagte, wovon die Bedeutung lautet: Es gibt einige, sie rezitieren den Koran, jedoch aufgrund ihrer fehlerhaften Rezitation verdienen sie den Fluch Gottes. Das heißt, sie haben hier in diesem Falle eine Sünde begangen. Einige, sie rezitieren den Koran, jedoch da sie Fehler machen, haben sie hier in diesem Falle gesündigt, so wie es der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der Aussage erwähnt hat. So ist es unbedingt notwendig, jede einzelne Ayah, jede Surah, die man lesen möchte, rezitieren möchte, zuvor abhören zu lassen, um die Gewissheit zu haben, dass man es tatsächlich richtig liest und natürlich auch so, um den Segen und die Besonderheit dieser Rezitation in diesem Falle zu erhalten. Wenn man dieses nicht macht und falsch liest, also rezitiert, hat man dann die Sünden der Zunge begangen.
durch das Falschlesen des Koran hat die Person hier in diesem Falle die Sünden der Zunge begangen. Auch gehört zu den Sünden der Zunge das Betteln für denjenigen, der nicht bedürftig ist, beziehungsweise eine Arbeit aufnehmen kann, durch die er seinen notwendigen Bedarf decken könnte. Jemand ist in der Lage zu arbeiten oder jemand besitzt Hab und Gut, so ist es der Person nicht erlaubt zu betteln, ja? So ist es der Person hier in diesem Falle nicht erlaubt zu betteln, da dieses hier nicht erlaubt ist. Sogar wenn die Person kein Geld zur Hand hat, sie besitzt aber Kapital, Hab und Gut, Immobilien, Wohnungen, Häuser und, so darf die Person hier in diesem Falle nicht betteln, da sie genug Besitz im Besitz ist, sodass die Person genug an Kapital und ähnliches besitzt. Oder die Person wäre in der Lage, eine Arbeit zu finden. Die Person wäre in der Lage, da sie eine gewisse Ausbildung ausgeübt hat, gelernt hat, einen gewissen Beruf kann, wäre sie in der Lage, etwas zu finden, so darf die Person auch hier in diesem Falle nicht betteln. Dieses ist nicht erlaubt. Dieses gehört zu den Sünden der Zunge. Auch gehört zu den Sünden der Zunge, dass man eine Gelübde ablegt, mit der Absicht, die Erben von der Erbschaft auszuschließen. Wie zum Beispiel, jemand würde vor seinem Tod in Anwesenheit von Zeugen etwas von seinem Nachlass für jemanden geloben, das heißt hinterlassen, damit kein Erbe ihn beerbt. Diese Gelübde hat keine Gültigkeit, wenn es mit der Absicht, die Erben auszuschließen, abgelegt wird. Das heißt, eine Person ist im Sterbebett oder ähnliches. Was macht die Person? Sie legt eine Gelübde ab, damit er die ganzen Erben von seinem Hab und Gut, von diesem Erbe also ausschließt. Diese Art von Gelübde ist in diesem Falle nicht erlaubt und nicht gestattet. Sie ist verboten und man erfüllt auch diese Gelübde nicht. Das heißt, nachdem die Person verstorben ist, sagt man dann nicht, aber sie hat dieses und jenes von uns verlangt, da dieses sowieso nicht erlaubt ist. So hat die Person gesündigt und man setzt auch diese Gelübde hier in diesem Falle nicht um, da es verboten ist. Auch gehört zu den Sünden der Zunge das Nichterwähnen der Schulden oder anvertraute Güter, die man hat. Das heißt, jemand ist im Sterbebett, ist kurz vor dem Sterben und sie hat Schulden an verschiedene Personen. Oder sie hat anvertrautes Gut bei sich, wie das jemand Geld, Gold oder ähnliches bei ihm anvertraut hat. Was muss die Person hier in diesem Falle machen? Dieses erwähnen, entweder im Testament oder Zeugen holen und sagen, jene Person hat bei mir dieses und jenes anvertraut. Es ist an dieser und jener Stelle versteckt, sodass das Recht der anderen nicht verloren geht. Jedoch wenn die Person dieses nicht machen würde und sie würde sterben, und sie hat keine einzige Person diesbezüglich informiert, dass er eine Amana bei sich hat von einer Person. Oder sie hat es im Testament nicht aufgeschrieben. Was wird hier in diesem Falle geschehen? Das Recht einer anderen Person wird hier verloren gehen. Sodass eventuell die Erben sagen, wir haben aber dieses von unserem Vater, Onkel, wie auch immer, nicht mitgeteilt bekommen. Sodass dann die andere Person eventuell seine Amana, sein anvertrautes Gut, seinen Besitz nicht zurückerhält. So hat die Person hier in diesem Falle gesündigt. Denn sie weiß, mein Ende ist jetzt nahe gekommen. Sie weiß, ich habe eine Amana anvertraut bekommen. So muss die Person unbedingt Sorgfalt zeigen und dieses dann an andere Leute mitteilen. An einen Zeugen oder ein Testament schriftlich erwähnen oder ähnliches. Oder man hat Schulden. Keiner hat bei dir etwas als Amana hinterlassen. Du hast aber Schulden. Und du hast dies auch den Leuten nicht mitgeteilt. Du hast dies auch nicht im Testament erwähnt, dies ist auch nicht erlaubt, denn du weißt über dich, dass dein Ende nahe gekommen ist, dass du eine starke Krankheit hast und, wie dass die Person im Sterbebett liegt. So muss die Person auch auf diesen Punkt achten und die Leute in diesem Falle diesbezüglich informieren und sagen, ich schulde jener Person dieses, der anderen Person jenes und, sodass das Recht der anderen nicht verloren geht und sie ihr Recht hier in diesem Falle zurückerhalten. Und dies gehört dann zu den Sünden der Zunge, dieses also nicht zu erwähnen. Ein Mann, der zum Beispiel wegen einer schweren Krankheit mit dem Tod rechnet, hat anvertraute Güter und ist gestorben,
ohne diese in seinem Testament zu erwähnen, anderen davon zu berichten oder Zeugen hierfür zu haben, sodass das Recht des Eigentümers eigentlich geschützt werden müsste, so hätte die Person hier in diesem Falle, wie gerade erwähnt, gesündigt. Auch gehört zu den Sünden der Zunge, eine andere Person als den eigenen Vater anzugeben. Dieses gehört auch zu den Sünden der Zunge. Heller, heutzutage ist es nicht wie damals. Heutzutage gibt es Ausweise, Behörden und, und. Aber in der Vergangenheit gab es diese ganzen Dinge nicht. Was haben dann einige gemacht? Sie haben gemerkt, dass zum Beispiel Leute, die relativ wohlhabend sind, kurz vor dem Tod sind oder gerade gestorben sind, sodass sie dann sagen, ich bin der Sohn, ich bin der Cousin jener verstorbenen Person. Mit welchem Ziel machen sie das? Um das Besitz dieser Person zu Unrecht zu konsumieren. Was dann hier in diesem Falle verboten ist, was zu den Sünden der Zunge gehört. Wenn jemand behauptet, dass er der Sohn eines bestimmten Mannes wäre, obwohl er weiß, dass seine Angaben nicht zutreffen, ja, so hat die Person hier in diesem Falle gesündigt, weil sie dann zu Unrecht das Erbe oder Hab und Gut einer anderen Person konsumieren würde, was dann hier in diesem Falle, wie gesagt, zu den Sünden der Zunge gehört. Auch ist es verboten, das heißt, gehört zu den Sünden der Zunge, das Anhalten um die Hand einer bereits mit einem Muslim verlobten Frau. Das heißt, jemand weiß und hat mitbekommen, dass jene Frau an jenen Mann verlobt wurde, das heißt versprochen wurde. Dann darf eine andere Person nicht hingehen und zu dem Vater von diesem Mädchen und sagen, gebe mir sie, ich habe mehr Geld, ich besitze mehr Hab und Gut, ich kann sie viel mehr in Luxus und so weiter leben lassen. Als Beispiel, dieses ist hier in diesem Falle nicht erlaubt, also verboten. Die verlobte Frau ist diejenige, um deren Hand bereits angehalten und die Zustimmung dafür gegeben wurde. Man weiß, jemand hat um die Hand einer Frau angehalten und er hat auch ebenfalls die Zustimmung für dieses erhalten. Wenn jemand dieses weiß und trotz dieser Angelegenheit zum Vater oder ähnliches gehen würde und ebenfalls um die Hand von diesem Mädchen bitten würde, so hätte die Person hier in diesem Falle gesündigt. Ist sie mit einem Muslim verlobt, so ist es für den anderen Gläubigen verboten, ebenfalls um ihre Hand anzuhalten. Das heißt, es zu verlangen, ihre Verlobung aufzulösen und die Zustimmung ihm zu erteilen. Dieses ist verboten, dieses gehört zu den Sünden der Zunge. Auch gehört zu diesem Thema, islamisches Rechtsgutachten ohne Wissen zu erteilen. Dieses ist ebenfalls nicht erlaubt. Die Person, die ohne islamisches Wissen Rechtsurteile gibt, was ist damit gemeint? Erlaubt, verboten, Kufur, nicht Kufur. Die Person, die sich nicht auf etwas stützt, das heißt zuvor nicht erlernt hat, darf keine Rechtsurteile geben. Sogar wenn am Ende das Rechtsurteil, was die Person gegeben hat, richtig war. Die Person hat geraten, sie hat sich gedacht, es könnte so sein, sodass sie ohne Wissen etwas gesagt hat. Sogar wenn am Ende die Antwort tatsächlich richtig war und es ist erlaubt oder verboten oder, da die Person aber ohne Wissen gesprochen hat, hat die Person hier in diesem Falle trotzdem eine Sünde begangen. Das heißt, entweder man hat Wissen und man redet mit Wissen oder man besitzt kein Wissen. Wenn du kein Wissen in Bezug auf ein Thema, islamisches Thema besitzt, darfst du auch nicht sagen, dieses ist erlaubt, dieses ist verboten, dieses ist so, jenes ist so, weil dieses für dich nicht erlaubt ist. Entweder man besitzt das Wissen, so darf man auch antworten, oder man besitzt nicht das Wissen, so darf man hier in diesem Falle nicht antworten. Oder man zweifelt, das heißt, es kann sein, dass das Urteil so war oder so war. Auch in diesem Falle darf die Person dann keine Rechtsurteile geben, weil sie keine Gewissheit hat. Weil die Person hier in diesem Falle keine Gewissheit hat. Das heißt, die Person muss hier in diesem Falle unbedingt schweigen. Und auch gehört zu den wichtigen Punkten in der Religion, dass die Person auch sagt, ich weiß es nicht. Falls sie in Bezug auf ein Thema gefragt wird, wo sie kein islamisches Wissen besitzt. Jedoch einige Leute, da sie vielleicht vor einer Menschenmenge ihnen Fragen gestellt werden,
sodass ihr Nafs, ihr Ego, ihr Trieb dieses nicht ertragen kann, sodass sie dann selber zu sich sagen, jene Person stellt mir eine Frage vor 5, vor 10, vor 15, vor 20 Leuten, vor einer Gruppe von Menschen und ich soll sagen, ich habe kein Wissen darüber, sodass die dann ohne Wissen Rechtsurteile geben. Dieses ist verboten. Besitzt du Wissen, kannst du es beantworten. Besitzt du kein Wissen, muss die Person unbedingt schweigen, darf die Person hier in diesem Falle nicht antworten. Es wird unter anderem über Imam Malik radiallahu anhu erwähnt, der Gelehrte aus Medina. Ihm wurden 48 Fragen gestellt. Imam Malik wurden 48 Fragen gestellt. Er hat lediglich 16 Stück beantwortet. Und in Bezug auf die anderen 32 sagte er, ich weiß es nicht. Ein islamischer, großer, qualifizierter Gelehrter, der zu den wissendsten islamischen Gelehrten gehört, ihm wurden Fragen gestellt und er sagte, ich weiß es nicht. Sodass die Person unbedingt auf dieses Thema achten soll und sich nicht hinreißen lassen soll, da jene Person mir die Frage stellt und ich bin doch so angesehen und ich bin dieses und jenes. Ich lerne doch seit 2, 3, 4, 5, 8, 10 Jahren. Wie soll ich das nicht beantworten? Nein, die Person muss Selbstbeherrschung haben, damit sie sich selber und die andere Person nicht in Gefahr bringt. Denn du bringst sie so in Gefahr, zweifelsfrei, und auch die andere Person bringst du in Gefahr. Ein noch größeres Beispiel, der Gesandte Gottes Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ihm wurde die Frage gestellt, Ja Rasulallah, o Gesandter Gottes, welches sind die besten Orte und welches sind die schlechtesten Orte? Wem wurde diese Frage gestellt? Unserem Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, ich weiß es nicht. Dem Gesandten wurden zwei Fragen gestellt und er sagte, ich weiß es nicht. Sodass er den Engel Jibril alaihi salam gefragt hat. Der Engel Jibril sagte auch, ich weiß es nicht. Sodass dann später dem Engel Jibril offenbart wurde, dass die besten Orte die Moscheen sind und zu den schlechtesten Orten gehören die Märkte. Sodass dann der Engel Jibril dieses dann an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam weitergeleitet hat. Der Prophet Gottes, der das ranghöchste Geschöpf Gottes, er hat gesagt, ich weiß nicht, als ihm eine Frage gestellt wurde. Sodass die Person unbedingt, wie gesagt, auf dieses achten muss. Die Person muss sich zurückhalten, sich zügeln, darauf achten. Wenn dir einer eine Frage gestellt hat, so wie es die Gelehrten gesagt haben. Sie sagten, wenn mir eine Frage gestellt wurde, habe ich mir vorgestellt, es gibt die Hölle und es gibt das Paradies. Und danach habe ich erst die Frage beantwortet, wenn ich die Antwort darauf kannte. Ne? Denn die Person, die daran denkt, es gibt die Hölle und das Paradies, sie wird also daran denken, dass sie zur Rechenschaft gezogen wird, sodass sie noch mehr darauf achtet, ist diese Antwort, die ich jetzt geben will, tatsächlich auch richtig oder nicht? Ja, dass die Person also unbedingt auf dieses achtet. Und so wie es auch Imam Ali radiallahu anhu sinngemäß sagte, er sagte, wie einfach ist doch für meine Zunge ist zu sagen, ich weiß es nicht, wenn ich in Bezug auf ein Thema kein Wissen besitze. Wie einfach dieses für meine Zunge ist, zu sagen, la adri, ich weiß es nicht. Sodass dieses also eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit ist, dieses im Hinterkopf zu behalten. Ohne islamisches Wissen darf die Person keine Rechtsurteile geben. Sie sündigt in allen Fällen. Sogar wenn am Ende die Antwort richtig wäre, hat die Person trotzdem eine große Sünde begangen. Denn der Gesandte Gottes, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sagte, Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi, faqad akhta' walau asab. Wovon die Bedeutung lautet, wer den Koran gemäß seiner Einbildung interpretiert, der sündigt, selbst wenn seine Interpretation zutrifft. Was heißt, der den Koran nach seiner Einbildung interpretiert? Kann sein, einer stellt dir eine Frage, was ist die Erklärung dieser Ayah? Und du hast die Erklärung nicht erhalten oder du weißt nicht, was die Erklärung dieser Ayah ist, so darfst du dieses auch nicht machen. Wenn du dir nicht sicher bist, was die tatsächliche Erklärung dieser Ayah ist, ja, so darfst du diese Ayah nicht interpretieren und erklären und definieren. Der Prophet sagte, die Person hat gesündigt, sogar wenn seine Erklärung richtig wäre, da sie ohne Wissen gesprochen hat.
im Koran werden Befehle erwähnt, werden Verbote erwähnt, werden Pflichten erwähnt, ja. Und die Person, die ohne islamisches Wissen dieses interpretieren, erklären würde, hat in diesem Falle gesündigt. Und auch sagte der Gesandte Gottes Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man afta bi ghayri ilmin la'anathu malaikatu as-samai wal-ard. Wovon die Bedeutung lautet, wer ein islamisches Rechtsgutachten ohne Wissen erteilt, den verfluchen die Engel des Himmels und der Erde. Was also auf den Verbot hindeutet. Die Person, die ohne islamisches Wissen Urteile gibt, diese Person hat hier in diesem Falle eine große Sünde begangen. Und auch im Koran wird es erwähnt, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Der erste Teil der Ayah bezieht sich darauf hin, dass man ohne Wissen keine Rechtsurteile geben darf. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. Du hast keinen Besitz in Bezug auf ein islamisches Thema, so ist es dir verboten, Rechtsurteile zu geben. Inna as-sam'a wal-basara, das Hören, das Sehen, das Herz und die restlichen Körperteile. Der Mensch erträgt Verantwortung für dieses. Das heißt, er wird für dieses im Jenseits zur Rechenschaft gezogen, sodass die Person auf die Zunge, auf die Augen, auf die Ohren und auf die anderen Körperteile unbedingt achten muss. Unbedingt hier in diesem Falle achten muss. Das Erteilen eines islamischen Rechtsgutachtens ohne Wissen gehört zu den großen Sünden, so wie es der Gesandte Gottes Muhammad sallallahu alaihi wasallam belehrt hat, indem er dieses unter den Gefährten belehrt hat und gesagt. Auch gehört zu den Sünden der Zunge das Erlernen oder Lehren schädliches Wissen. Das Lehren und Lernen von Wissen, welches Schaden bringt, ohne islamisch-rechtlichen Grund, ist verboten, wie zum Beispiel das Wissen über Zauberei, Astrologie und weitere. Das heißt, es gibt Angelegenheiten, die sind in der islamischen Religion verboten. Das heißt, Dinge, wenn man diese ausführt, dass eine andere gläubige Person einen Schaden erhält, wie die Zauberei. Mit Zauberei ist nicht gemeint, dass man einen Hut einen Hasen aus einem Hut rausholt, nein. Mit Zauberei ist gemeint, dass man Dinge ausführt, wo man einer gläubigen Person als Beispiel Schaden zufügt. Das ist verboten. Weder darfst du dieses Wissen lernen, noch darfst du dieses Wissen an andere Leute weiterbelehren. Dieses ist ohne islamischen Grund, wie gesagt, nicht erlaubt, nicht gestattet. Auch jedes Wissen, was nicht erlaubt ist, das heißt Dinge, die verboten sind. Jemand, er will zum Beispiel lernen, wie man Poker spielt. Auch dieses darfst du einer Person nicht beibringen, weil dies ebenfalls in der islamischen Religion nicht erlaubt ist. Das heißt, es gibt Dinge in der Religion, die sind verboten, diese auszuführen. Diese Dinge sind verboten, so darf man sie selber nicht machen und auch anderen Leuten nicht belehren, wie Kartenspiele, Glücksspiele, Automaten und, da diese Angelegenheiten in der islamischen Religion verboten sind. Sogar wenn man sagt, man macht dieses nur aus Zeitvertreib nach seiner Meinung oder um Ähnliches, all diese Dinge sind verboten. Die Person soll sich mit nützlichen Dingen die Zeit beschäftigen, soll Gottespreisungen ausführen, soll die Gebete verrichten, eventuell Gebete nachholen, falls sie Gebete nachzuholen hat und, sodass die Person die Zeit für wichtigere, bessere Dinge einsetzt. Denn die gläubige Person, achten, die gläubige Person wird im Jenseits jeden Augenblick bereuen, wo sie einfach die Zeit verschwendet hat, nicht gesündigt hat. Die gläubige Person wird im Jenseits jeden Augenblick bereuen, wo sie keine gute Tat gemacht hat, wo sie vielleicht Fernsehen geguckt hat, wo sie vielleicht gebügelt hat oder ähnliches. Eine Angelegenheit, wo keine Anbetung sich befindet. Jeden Augenblick wird die gläubige Person im Jenseits bereuen. Hätte ich doch mal einmal La ilaha illallah oder Subhanallah gesagt oder ähnliches. Wie ist es erst dann, wenn die Person die Sünden vorgetragen bekommt? Was für ein Bereuen wird hier entstehen? Wenn sie schon jeden Augenblick bereuen tut, wo sie nicht das Gute ausgeführt hat, wo sie die Zeit verschwendet hat. Wie ist es erst, wenn dann der Person die Sünden vorgetragen werden?
die die Person jahrelang auf der Welt ausgeführt hat und ohne Reue gestorben ist, was für ein Bereuen wird wohl hier entstehen? Ein viel größeres. Jedoch die Reue an jenem Tag wird zu spät sein. Die Reue im Jenseits wird zu spät sein. Denn die Reue kannst du hier auf der Welt machen. Hier kannst du Allahu Ta'ala um Vergebung bitten. Hier kannst du Allahu Ta'ala um Vergebung bitten für die Sünden, die du gemacht hast. Hier auf der Welt kannst du die Gebete nachholen. Hier auf der Welt kannst du die nicht gefasteten Pflichttage nachholen und. Im Jenseits aber nicht. Sodass die Person sich zur Rechenschaft zieht, bevor sie zur Rechenschaft gezogen wird. Das heißt, stell dir selber die Frage, was für eine Art Mensch bin ich? Bin ich tatsächlich eine gläubige Person, die alle Pflichten erfüllt? Oder betrüge ich mich selber? Ja, denn manchmal tut man auch einen ungültigen Vergleich machen, dass man sich vielleicht mit einer sündigeren Person vergleicht, indem man sagt, ja, er macht dieses und jenes, er geht in die Disco, trinkt Alkohol, konsumiert Drogen. Ich mache das nicht. Ich bete zwar nicht, aber ich konsumiere auch keine Drogen. Alhamdulillah, du machst dieses nicht. Aber trotzdem hast du in diesem Falle gesündigt, weil du die Gebete nicht verrichtest. Sodass die Person einen gültigen Vergleich ausführen soll, um sich zu verbessern, um Fortschritte zu machen. Denn der Prophet alaihi salam, er belehrte, in weltlichen Dingen soll man schauen zu der Person, die weniger besitzt wie du, die weniger Hab und Gut hat wie du, sodass du in diesem Falle Allahu Ta'ala dankst. Denn die Person, die sich in weltlichen Dingen mit den Leuten vergleicht, die weniger haben wie du, was wird die gläubige Person machen? Sie wird Allahu Ta'ala dafür danken. Sie wird sagen, Allahu Ta'ala, ich danke dir, dass du mir dieses und jenes beschert hast, dieses und jenes an Versorgungen beschert hast. Jedoch würde man sich mit den reicheren Leuten vergleichen, so wird man in der Regel sehr, sehr selten den Dank zu Allah aussprechen. Warum? Denn dann will man genau das erreichen, was jener Reiche hat. Ich will auch ein Auto, ich will auch dieses, ich will auch jenes und dieses bekommen und eine Yacht und ein Schiff und ein Pferd und ein Jahr und. Sodass man dann mit den weltlichen Dingen beschäftigt ist und den Dank zu Allahu Ta'ala vergisst. Oder gar sogar sündigt, nur um ebenfalls so eine Versorgung oder so ein Kapital und Geld zu erhalten. Deswegen soll man in weltlichen Dingen zu denjenigen schauen, die weniger haben wie du. Denn dieses wird dazu führen, dass du Allahu Ta'ala danken wirst. Und in religiösen Dingen zu den Leuten schauen, die besser sind wie du, um deinen Zustand zu verbessern. Wer betet, wer macht, wer tut, wer, um zu sagen, ich will genauso werden wie sie. Ich will genauso viele Anbetungen ausführen wie sie. Ich will genauso viel Gutes ausführen wie sie. Ich will genauso viel beten und Koran rezitieren, auswendig haben und den Leuten helfen und unterstützen und. Denn so hat man einen gültigen und halt auch einen guten Vergleich gemacht, der dich weiterbringt, der dir einen Nutzen bringt, da du einen gültigen, richtigen, logischen Vergleich gemacht hast. Jedoch in religiösen Dingen zu gucken zu den Leuten, die weniger gut sind wie du, ist ein Vergleich, der dich nicht weiterbringen wird in der Regel. Weil du dann immer sagen wirst, ich mache ja das, aber nicht dieses. Er macht ja dieses und jenes, ich mache ja nur das eine. Sodass die Person keine Verbesserungen bei sich in seinem Leben haben wird. Sodass die Person unbedingt sich die Ratschläge des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu Herzen nehmen soll. Das heißt nicht nur hören und raus, hören und auch im Herzen einspeichern. Diese Ratschläge des Propheten, die er belehrt hat und den Gefährten weitergeleitet hat, die sind wertvoller wie Gold und Diamanten und die restlichen Hab und Gut, was es auf der Welt gibt. Denn diese Dinge werden der Person den Vorteil geben, werden die Person verbessern, wenn sie tatsächlich auch dieses versteht und tatsächlich dieses umsetzt und tatsächlich auch mit Aufrichtigkeit dieses ausführt. Denn dann wird die Person tatsächlich die Belohnung, die Besonderheit, die Belohnung für diese Dinge erhalten. Möge Allahu Ta'ala uns zu denjenigen gehören, die die Aussagen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahrhaftig verstehen und auch aufrichtig ausführen. Amin. Walhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah wallahu a'lamu ahkam. So insha'Allah ta'ala beenden wir den Unterricht mit den besten Worten, indem wir La ilaha illallah und die As-Salah für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erwähnen.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa lil mu'minina wal mu'minat.